Krippenspiel von Monika Krautgartner. Weihnachten war bei der Uli daheim fast ins Wasser gefallen. Die Stimmung ist schon am Anfang vom Advent im Köller gewesen und je näher das Weihnachtsfest gekommen ist, umso schlimmer ist es geworden. Unser Bub hat sie ihrer besten Freundin Schnaufert erzählt. Unser Bub muss heuer in der Schule beim Krippenspiel mitspielen. Hey, das ist ja super, hat Petra gesagt und wollte schon gratulieren. Aber die Ulla hat ihr das Wort angewirkt. Nein, das ist gar nicht super. Er muss nämlich in Ochsen spielen. Ach so, in Ochsen muss der Benedikt spielen. Ja, in Ochsen. Ist das nicht total arg? Die Ulla war ganz am Sand. Nein, total arg möchte ich auch nicht sagen, wollte Petra beschwichtigen. Ich meine, es war schon schöner, wenn der Benedikt mit seinem lieben Gesicht als Christkind in Nährvater Josef oder wenigstens einen von den frommen Hirten spielen dürfen hätte. Aber der Ochs ist auch wichtig. Der Ochs ist bei dem ganzen himmlischen Geburtsgeschehen im Stall quasi unverzichtbar. Ein religiös-historisch wichtiges Element in der Szene. Und irgendeiner muss ja in Ochsen spielen. Aber nicht mein Benedikt, ist Ulla aufgefallen. Das ist doch die allerärgste Frechheit. Merkst du denn gar nicht, was mir seine Lehrerin damit sagen will? Die Funzen, die Unnötige. Was willst du denn sagen? Dass der Benedikt nicht gut lernt. Dass er in ihren Augen ein Trottel, ein blödes Rindsvieh ist. Okay, jetzt übertreibst du aber. Nein, da übertreibe ich nicht. Ich hätte mir's ja denken können. Vorige Woche war Elternsprechtag und da hat's mir am Kopf zugesagt, dass der Benedikt als einziger die Viererei nicht auswendig kann. Na, und jetzt muss er dafür öffentlich in dummen Ochsen spielen. Ich glaub's nicht. Jetzt steigerst du da in was ein. Das steht doch gar nicht dafür. Ich kann's nicht glauben, Petra, dass dir dein Gonkind derartig wurscht ist. Wie wenn das gar nichts war, dass der Benedikt zum Gespött von der Schulweihnachtsaufführung wird. Mein Benedikt, der Ochs, na das schand! Du verstehst den Ernst von derer Geschichte anscheinend nicht. Da sind ja alle unsere Nachbarn dabei und die Eltern von den anderen Kindern. Und alle sehen dann im Benedikt, der dort steht wie ein Ochs und schauen muss wie ein Ochs, weil er ja auch ein Ochs ist. Na, das ist mir zu viel, das überlebe ich nicht. Was sagt denn der Bub überhaupt zu der ganzen Sache? Der Benedikt, na, der freut sich, dass er mitspielen darf. Der blöde Bub, der blöde. Siehst du das? Vielleicht hat die Lehrerin ja ausgesucht, weil er so gut schauspielert. Ein Ochsen sympathisch glaubwürdig darstellen kann sicher auch nicht jeder. Ich könnte mir vorstellen, dass der Benedikt ein super Ochserl abgibt. Jetzt darfst du aufpassen, was du sagst, gell? Mein Bub ist kein liebes Ochserl und spielt auch kein liebes Ochserl. Da lasse ich ihm eher im Blindermasse tun, damit er nicht in die Schule muss. Ich lasse mir das einfach nicht gefallen. Es betrifft ja mich auch. Ich bin ja dann praktisch die Mutter von einem Ochsen. Nächster. In der ganzen Verwandtschaft hat noch nie einer einen Ochsen gespielt bei einem Krippenspiel. Nicht einmal der Onkel Edi. Und der ist in der zweiten Klasse Hauptschule dreimal sitzen geblieben. Du verrennst dich da in was, Ulla. Nicht jeder Ochs ist automatisch dumm. In Wüdenau, da soll es einmal einen Ochsen gegeben haben, der hat zu Blowing in the Wind zum Tanzen angefangen. Ausschluss! Morgen stehe ich drüben in der Schule und rede Tacheles mit der Lehrerin. Und wann ich bis zur Direktorin gehen muss. Aber ich gehe nicht früher heim, bevor es mir nicht verspricht, dass der Benedikt nicht zumindest einen Esel spielen darf.